Oh, Banditen greifen in 3 Tagen die Festung an. Schön, aber ja, ich wollte mir auch noch den Bericht ansehen. Genau. Ja, das mit dem, mit den Blumenerntern, die verschwunden sind. Und die Opfer, die sich nicht erholen, das haben wir bereits. Mal sehen, was das Ergebnis ist. Nachdem es am Zochinesee noch zu mehreren weiteren Entführungen gekommen war, entdeckte trauernde Mutter, dass eine bisher unbekannte Bestie hinter den Angriffen steckte. Ein seltsamer ruinenroter Käfer packte die Bauern und labte sich an ihren schlimmsten Erinnerungen. Die Opfer wehrten sich zwar anfänglich, verfielen aber rasch in einen Zustand der Glückseligkeit und gaben ihren Widerstand auf. Leider verzehrte der Käfer schließlich alle ihre Erinnerungen und ließ sie mit deren Verstand zurück, mit der Welt nicht mehr verbunden. Trauernde Mutter konnte den Käfer zu seinem Nest zurückverfolgen und ihn töten. Die Einheimischen waren froh zu hören, dass der Käfer tot war, aber entsetzt zu erfahren, dass in dem Nest Eier gefunden wurden, aus denen eine Brut geschlüpft war. Als abschließendes Geschenk schuf ein Philosoph aus dem Kloster von Zochine für trauernde Mutter einen Zauberstab aus einer wunderschönen roten Schilf, aus einem der wunderschönen roten Schilfrohre, die in dem See wachsen. Ja, roter Schilfstab. Gut, 3 Tage, dann werden wir geradet. Aber stimmt eigentlich, ich muss ja gar nicht hier im Haus Hadret Bericht erstatten. Ich muss ja erstmal die Trutzbuchtritter auf meine Seite kriegen. Die Schmelztiegelritter. Stimmt. Hatte ich komplett vergessen. Ich möchte aber trotzdem noch mit den 3 Hinterbliebenen reden. Und ihnen mitteilen, was wir rausgefunden haben. Vorausgesetzt, ich finde sie doch irgendwo. Ich habe sowohl für Skademann als auch Umdala ausgeliefert. Kuren hat mich dafür gedankt, dass ich den Fall gelöst habe, mir meine Belohnung angeboten, ja. Also erstmal LK. Hail and well met. Ich hatte gehofft, dich bald zu sehen. Hast du schon was gefunden? Du musst jetzt stark sein, LK. Er ist tot. Sie atmet tief aus. Aha. Mitleid, Wut und Trauer flackern über ihr Gesicht so schnell, um sie auseinanderzuhalten. Ich wusste, dass die Frau nichts Gutes zu bedeuten hat. Sie scheint einige Sekunden lang in ihren Gedanken verloren zu sein. Geht es dir gut? Sie reibt sich die Augen und lacht kurz und scharf auf. Ach, natürlich, wie schon gesagt, es war nichts Ernstes. Es ist nur traurig, wenn man dir denkt, wie jung er war. Schließlich melde ich mich wieder zu dir. Danke, dass du es mir gesagt hast. Ich möchte jetzt eine Weile alleine sein. Dann ist jetzt der nächste Halt Ondras Geschenk. Dass wir dort im salzigen Napf Bescheid sagen. Im salzigen Mast. Dann geht es nach Panhai, nach Kupferweg kurz, da Bescheid sagen und dann zur Schmelztiegelburg. Und dann haben wir alles. Also dann erledigen wir dort unsere Schmelztiegel-Quest und dann können wir zu Lady Web zurück. Und dann kommt die Audienz mit dem Duck.
Olli schaut herüber, als du dich näherst. Was hast du gefunden? Lebt Lendrian Fels Leben mit einer angesehenen Arbeit und seiner noblen Frau? Lendri ist tot. Also wenn das nicht einfach umklammert einen Pech und schaut weg, ich hab diesen Trottel gesagt, er soll, dass er sich an einem einfachen Leben erfreuen soll, aber der muss natürlich diesen hochtrabenden Ideen hinterherjagen. Er konnte einfach nicht aufhören, sich vorzustellen, wie er anders alles sein könnte. Also danke, dass du mir gesagt hast, glaube ich. Er nimmt einen Schluck seines Getränkes, davon werde ich noch ein paar brauchen. Hier zur Vergabe wird Lendri auch nicht zurückbringen. Es ist an der Zeit für eine Veränderung. Mach dich sauber und verschwinde von hier. Olli betrachtet die Münzen auf dem Tisch. Keine Versprechungen, aber vielleicht nach dem hier. So. Sind wir mal ein bisschen wohltätig. Jetzt fehlt nur noch die Händlerin im Kupferweg. Was wird eigentlich gerade gebaut? Habe ich schon wieder vergessen. Ah, der Irrgarten. Stimmt, Irrgarten, Übungsgelände und dann das Forum und zu guter Letzt der botanische Garten. Naja, überleben, wenn ich in der Leuchthöhle raste. Das ist Verfassung und Athletik. Ein paar interessante Sachen sind es ja. Okay, jetzt muss ich hier oben hin. Ich kann eigentlich da über die Weltkarte raus. Das war's, glaube ich, du, oder? Good day to you. Es freut mich wie immer, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Ich bin ein Kunde von deiner Schwester. Cora ist tot. Sieh, Loras Augen füllen sich mit Tränen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe gehofft und gehofft, aber tief in mir drin wusste ich es wohl schon. Aber das macht es nicht leichter. Sie wischt sich eine Träne von der Wange. Wenn ich doch nur früher mal nach ihr gesucht hätte, sofort als ich um Hilfe gebeten hatte, vielleicht wäre sie dann jetzt hier. Es sind dunkle Tage in Trutzbuch. Die Behörden tun, was sie können, aber sie haben begrenzte Ressourcen. Die Behörden scheren sich einen Dreck um die einfachen Leute. Ihre Nachlässigkeit ist unvermeidlich. Es ließ sich nicht verhindern. Quäle dich nicht damit, was hätte sein können. Wir haben die Verantwortlichen gefasst und verhindert, dass anderen dasselbe Schicksal widerfährt. Das ist es, was jetzt zählt. Ja, du hast recht. Sie wischt sich die Augen. Ich muss mich um ihr Begebnis kümmern. Danke, dass du sie gefunden hast. Kann ich sonst noch was für dich tun? Nein, im Augenblick nicht. Gut. Dann hoch zur Weltkarte. Und zur Uhr Feuer.
So, Palast des Dux, aber wir wollen nach Burg Schmelztiegel. Oh, das sieht jetzt nicht gut aus. Stahlwände. Ich bin in Burg Schmelztiegel angekommen und musste feststellen, dass die Schmiederitter Amok gelaufen sind. Die Schmelztiegelritter kämpfen schon bei einer Schlacht ohne Aussicht auf Erfolg. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt helfen, Burg Schmelztiegel vor Schmiederitter zu retten. Zum Glück laufen die nur in der in Burg Schmelztiegel Amok und nicht in der ganzen Stadt. Okay. Erstmal gucken, dass wir die Schmiede retten. Genau, in der mal umwerfen. So. I'd be glad to. Hier drin ist gerade nichts los. Okay, dann würde ich sagen, als nächstes haben wir die Trainingshalle. Und erstmal hier gucken. Hier ist nichts. Also dann ab in die Trainingshalle. Dann zum Abaddon-Schrein und dann zum Krisenraum. Da ist jetzt definitiv Krise. Verwundeter Schuss wird wahrscheinlich nichts gegen die Dinger bringen. Okay, und die tragen eh nur Kleingeld bei sich. Wie sieht's im Abaddon-Schrein aus? Ist scheinbar alles ruhig. Nach dem Ende der Bedrohung
Durch die Schmiederritter soll ich mit Kommandant Kleiver reden und heraus, was hier geschehen ist. Ich sollte ebenso berichten, was in Anslocks Kompass passiert ist.